So, ein kleines Insider-Video. Erstelle gerade weitere Videos zu meinem Seminar Vorausschauend konstruieren. Hier ein kleiner Vermerk, ab welcher Seite es weitergeht. Hier sieht man ein bisschen, was noch alles ansteht. Da sind noch einige Themen, die angesprochen werden, die aus meiner Sicht sehr praktisch behandelt werden. Ja, wie soll ich sagen, die Grundlagenvideos, die laufen ja meistens am Anfang. Am Anfang baue ich ja die ganzen Grundlagen auch auf, aber später geht es über zu Schrauben, zu Rissen, zu Dauerfestigkeit, zu Verformungen, zu plastischen Verhalten des Materials, welches plastische Verhalten ist gefährlich, welches ist weniger gefährlich, zu Dauerfestigkeit, zu Smith-Diagramm. Da werden wir auch Grundsätze besprechen, die auch wichtig sind generell beim Konstruieren. Wir gehen auch auf FEM ein bisschen so, zumindest was musst du als Konstrukteur wissen, grundsätzlich über FEM, wie gehst du mit den bunten Bildern um, was musst du vielleicht hinterfragen, im Hinterkopf behalten beim FEM. Wir werden selbstverständlich auch auf Dynamik eingehen, wiederum auch da Grundlagen. Übrigens, was ich vorher vergessen habe zu erwähnen, werden mit Sicherheit auch noch über Steifigkeitssprünge und Steifigkeiten sprechen, das Kernthema aus meiner Sicht in der Mechanik, die man mehr oder weniger ins Gefühl reinkriegen soll, wobei die Praxis, die Theorie ist auch ganz einfach, dass man da sieht, Kerbe ist Spannung, Spannung ist Kerbe, aber es kann eben auch Steifigkeitssprung sein, der quasi als Kerbe gilt. Wie geht man da vor? Welche Hilfsabmaßen hat man da? Gut, die Bilder habe ich von Konkurrenzmaschinen gemacht, ohne zu bezeichnen, welche Maschinen das sind, weil von der BOMAG würde ich sowas niemals zeigen. Ja, gut, verschiedene Beispiele, Excel-Berechnungen, praktische Beispiele beim Riss, wie gestaltet man eine Schweißnaht idealerweise, was bedenkt man grundsätzlich dabei, wann muss eine Schweißnaht penibel gemacht werden, wann nicht, Schraubenberechnung und so weiter. Haben wir schon alles durchgesprochen und einachsiger, dreiachsiger Spannungszustand, was sind die Unterschiede? Dynamik, Grundlagen, wiederum Selbsterregungsmechanismen, ein paar praktische Beispiele, ein paar einfache Beispiele werden wir hingehen und ein paar Aufgaben lösen. Und ja, genau, Steifigkeitssättigung, was ist das überhaupt, wie kommt das vor, wo muss man das bedenken, wie kann man sich Abhilfemaßnahmen treffen, wenn man bestimmte Aufgabestellungen hat, wo man nicht alles weiß, aber dennoch ein paar Abschätzungen treffen muss und so weiter und so weiter, ja. Die Excel-Tabelle werden wir ansprechen. Auch da in der Dynamik werden wir die FEM-Analyse ansprechen, die Modalanalyse ansprechen. Was muss man da bedenken? Was muss man im Hinterkopf haben bei Modalanalyse? Auch da werden wir ein paar Gleichungen zeigen, auf die du dich immer beziehen kannst, wenn du was rechnest. Ein bisschen zusammengeschrieben, die Gleichungen. Aufgabe, am Ende kommt eine sehr große Aufgabe, die ich quasi von einem Kunden bekommen habe und dass ich durfte den Kunden, Namen des Kunden rauslöschen und dann hier diese verwenden in meinem Seminar. An dieser Aufgabe werden wir im Grunde versuchen, einfach alles, was wir bis dahin in der Praxis gelernt haben, umzusetzen. Auch da werde ich dir Tipps geben, wie man das rechnet. Du versuchst das zu lösen. Ich gebe dir Tipps, wie ich das mache und so weiter. Ja. Genau, am Ende schauen wir uns doch noch ziemlich genauer die Schrauben an. Die Schrauben,
worauf man da zu achten hat. Ein paar Tabellen, wo die zu finden sind, wie man das berechnet. Die Excel-Tabelle, wo ist das? Da sollte es sein. Formelsammlung, die auch beigelegt ist, die sieht dann wie folgt aus. Das sind, im Grunde ist das die Formelsammlung, die ich mir selbst als Student mal für die Technische Mechanik 1 und 2 erstellt habe. Und die stelle ich dir auch zur Verfügung. Die hat mir damals gereicht, um ziemlich gut durchs Studium durchzukommen. Vielleicht brauchst du mehr, dann kannst du die vervollständigen, aber diese stelle ich dir auch zur Verfügung. Und die Excel-Tabelle, die sieht wie folgt aus. Das sind mehrere Blätter, die zur Berechnung da sind. Erstens die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Blätter. Da geht es um die Statik. Da hast du eine Welle, da hast du eine Kraft drauf, wie eine Umwucht zum Beispiel. Dann hast du infolge dieser Kraft eine Verformung. Und dann kannst du auch Winkel. Neigungen der Lagerstellen berechnen lassen und so weiter. Ja? Dann gibt es eine dynamische Verformung. Wie verschiebst du Frequenzen? Wie verschiebst du die Eigenfrequenzen von einer Frequenz auf die andere Frequenz, von Ist-Zustand auf Soll-Zustand? Wie musst du da in die Masse oder in die Steifigkeit eingreifen? Ist das grundsätzlich machbar oder nicht? Das ist eine Art Machbarkeitsberechnung hier, die ich mache. Ja. Das alles bitte ich dir in dem Seminar. Demnächst kommt eine neue Reihe Videos. Ich habe bis Folie 50 Videos erstellt oder circa bis Folie 50 Videos erstellt. Weitere Videos werden noch folgen. Jedes einzelne Blatt, jede einzelne Folie wird hier in Videoform behandelt. Du kaufst das dir, du lädst das runter. Du arbeitest mit jeder, der Maschinenbau studiert oder Mechanik, Festigkeitslehre, Dynamik braucht, Statik, Festigkeitslehre, Dynamik, der braucht das auch. Alles Gute, Daumen nach oben, Videos weiterleiten, abonnieren, bis dann. In der Videobeschreibung findest du einen Link. Dort kannst du die Unterlagen für das Seminar Vorausschauend konstruieren oder Technische Mechanik und Dynamik für Konstrukteure, Ingenieure etc. kaufen. Wie läuft das ab? Grundlagen, Kenntnisse, aufgefrischt, wiederholt. Für jemanden, der vielleicht noch nicht damit zu tun hatte, ist es auch schneller Einstieg in die Grundlagen der Mechanik. Dann gibt es praktische Anwendungen. Da macht es meistens Klick. Wozu brauche ich das Ganze? Man lernt doch das Ganze nicht, um zu vergessen. Wo macht es Sinn, die Mechanik anzuwenden? Wie wendet man die an? Was ist Mechanikgefühl? Ist auch wichtig zu verstehen. Ich gehe auf die Mechanik ein, auf die Dynamik ein, auf das, was dein alltägliches Werkzeug beim Konstruieren, beim Produktentwickeln sein wird. Du hast über 180 Folien, Unterlagen, du hast zusätzlich noch eine Formelsammlung, du hast zusätzlich noch Excel-Tabelle. Ja? Das sind diese drei Sachen und da gehe ich explizit auch auf die Schraubenberechnung ein. Jede einzelne der Folien, jede einzelne Unterlage, die du da runtergeladen hast, wird hier in meinem YouTube-Kanal beleuchtet. In der Playlist, auf meinem YouTube-Kanal, in der Playlist Vorausschauend konstruieren. Findest du die Videos, die exakt dafür zugeschnitten sind? Jeder Titel hat am Ende die Bezeichnung Folie, Nummer und dann die Foliennummer, so dass du quasi speziell zu deiner Folie, speziell zu deiner Frage ein Video aus meiner Playlist finden kannst. Bis dann.